drei kleine Sachen zum Workshop. Und zwar erstens freue ich mich riesig auf die ca. 20 Menschen, die sich bisher angemeldet haben. Ich freue mich wirklich riesig, riesig. Wenn du noch mit dem Gedanken spielst und dich noch nicht angemeldet hast, es gibt noch ein paar freie Plätze, also alles gut. Als zweiter Punkt ist auch die Sache, die Techniken und Methoden, die du im Workshop lernst, die kannst du danach auch weitergeben. Weil was wir machen ist, dass wir es halt übers Wochenende in beide Richtungen üben oder praktizieren. Das heißt, einmal geht es um dich und das ist das wie ist dann wie wenn du einen Coach hast, der sich persönlich um dich kümmert und das mit dir zusammen macht, was wesentlich einfacher ist. Und dann ist es hinterher auch so in der nächsten Runde, dass du jemand anders dabei unterstützt. Das heißt, am Ende des Wochenendes hast du sehr, sehr viel praktische Erfahrung. Und ich weiß, dass ja gerade bei Hochsensiblen ist es so verbreitet, wirklich helfen zu wollen, andere unterstützen zu wollen, auch mit dem, was wir einfach wahrnehmen. Und ja, das sind einfach wunderschöne Möglichkeiten. Und wie gesagt, gerade bei kleinen Kindern, also ab dem Alter von 5 oder 6, lernen die das wesentlich schneller als Erwachsene. Und damit zum dritten Punkt, was du, wenn du dich angemeldet hast, als Vorbereitung machen kannst, ist letztendlich dich einfach ganz tief zu entspannen und einfach zu spüren, im Kontakt mit dem zu sein, was bei dir da ist. Und ja, also du kannst eine Intention nehmen für das Wochenende, indem du einfach spürst, was in deinem Herzen ist. Du kannst es aber auch so machen, dass du einfach sagst, ich vertraue dem Leben, es wird schon genau das Richtige passieren und ich lasse mich einfach darauf ein. Das sind zwei Möglichkeiten. Vielleicht ist es auch so, dass im Laufe des Wochenendes einfach noch eine Intention kommt. Aber letztendlich kann ich sagen, ja, folg einfach deinem Herzen. Es ist schlauer als der Verstand oder weiß mehr. Eben, ja, und das sind nochmal gerade tiefe Erkenntnisse, weil ich war jetzt auf einem Meditationsretreat in Spanien. Nämlich die Verbindung zwischen dem Bewusstsein und der Erde. Weil oft ist es ja so, man erkennt irgendwas und dann handelt man aber nicht danach oder weiß, dass eigentlich was anderes besser wäre, aber macht es nicht. Ja, und der Weg dahin, also die Verbindung dazwischen, ist das Herz. Und ist vielleicht für dieses Video ein bisschen viel. Ich werde am Wochenende auch noch was dazu sagen. Letztendlich kann ich dir sagen, wenn du deinem Herzen folgst, das ist das, wo zumindest für mich gerade die größte mal Wahrheit liegt. Und letztendlich das, was für mich das Richtige ist, wo ich sicher sein kann, wenn ich das hier spüre, das ist gerade meins. Es kann sein, dass es mich dann dahin führt, wo dann eben Lernaufgaben anstehen und Wachstum möglich ist, wo ich zwischendurch denke, oh Gott, und im Nachhinein dann aber dann merke, wow, gut, dass ich dem gefolgt bin, ich habe da echt ganz tief was verstanden, was mitgenommen. Ja, und genau jetzt fange ich schon fast mit dem Workshop an. Deswegen, ich habe halt bin meinem Herzen gefolgt dabei, deswegen auch dieses Video. Und jetzt erhole ich mich noch ein bisschen, ich war ein bisschen angeschlagen letzte Woche und dann freue ich mich riesig darauf, dich nächste Woche entweder beim Abendworkshop zu sehen oder beim Vortrag oder auch oder und das ganze Wochenende. Ich freue mich sehr, genieß die schöne Zeit.